Kan jeg fortælle dig en hemmelighed? Jeg altid syntes, at landet deres er vakkert og forstyrrende. Da kom jeg som barn, fortalte de meg historier om skapninger og monster i skogen. Mine egne barn er fortsatt i Tyskland. Jeg savner familien min så veldig. Så nå er jeg her igjen. På jakt etter de monstrene i skogen. For tre dager siden prøvde en liten britisk kommandotropp å utføre et raid ved hjelp av en tekniker her. Angrepet lyktes ikke. De ble drept, og vi fanget dem. Vi vet at noen er der ute. Bare fortell meg hvem det er. Det finnes utallige historier om skumle skapninger i de norske skoger, løytnant. Men da du burde bekymre deg for, det finnes ikke der ute. Du har ikke vært der så lenge, har du? Vet du hva ditt anlegg gjør? Hva det produserer? Jeg trenger ikke bry meg om slike detaljer. Jeg trenger å vite om det er flere soldater der ute. Altså, du vet ikke, eller du vil ikke vite. Jeg anbefaler deg å snakke med meg. Om ikke, blir du sendt til Tyskland. Og der kan utspørringen være mye mer ubehagelig. Vannet i dette anlegget er mye mer enn essensielt for krigsinnsatsen, løytnant. Folket ditt skaper et monster her i dine bygningen, fatter du? Forut. Immer muss ich die Leber aus. Wenn ich eine Reichsmark für jedes Loch bekäme, das ich gegraben habe, dann könnte ich mir wenigstens bessere Socken leisten. Soldater. Dieser verdammte Motor!
verdammte Karre! Ständig läuft Öl aus. Mann! Ich öffnete das Paket und fand einen Schnuller in Papier verpackt und einen Zettel. Da war doch! Hast du was gefunden? Nichts zu berichten, Kamerad. Trengte den her. Da drüben jemand! Zugehen! War keiner im Dienst. Das ist ein Kahn im Winter auf der Fläche. Halte mich auf dem Laufenden! Das kann nicht sein. Sieh mal darüber! Ich hab vorhin ein ganzes Röllchen Tabletten genommen. Was ist denn da? Die reiche Dame fragt, sagen Sie, wird Ihnen beim Weitern nicht auf, stimmt nicht? Ihr Partner antwortet, ach, es geht, Madame, solange ich Sie nicht ansehe. Thank you.
Zeit! Wo sind denn die Gasmasken? Ich hätte ein Mädchen, das ich verlieren könnte. Du wärst auch nicht viel aus, wenn dir sowas passiert. Ich habe mein Mädchen auch verloren, aber ich gehe nicht allen auf die Nerven. Gar nichts. Nur eine Frage der Zeit.
sich bald verraten! Als wir es endlich einnahmen, dachten wir, uns gehen zwei junge Kerle. Beide noch keine 20. Die beiden flehten uns an. Und wir senken die Waffen. Ich habe sie beide erschossen. Ich musste es tun. Zwei Jungs, nicht älter als mein Sohn. Gott stehe uns allen bei. Ich bin ganz sicher. Ja, genau. Wahlfleisch, verdammt, nichts anderes. Milch war nicht mal gesüßt. Ich hab gehört, die anderen haben Würstchen zum Frühstück. Respektiere dein Gewehr, Kamerad. Sonst wird es dich nicht respektieren. Steckt man ja nicht drin in so einem Gewehr, ne? Ha.
Hat sich was bewegt? Geh nach. Sie haben uns in eine Fabrik für Matratzen gebracht. Ohne Witz. Ich war eine Woche dort, bevor ich hierher kam. Schon komisch. Noch nichts! Du erwartest einen Stinkenden. Du schläfst auf einer Matratze. Større enn jeg trodde. Hey, untersuch!
må være her i nærheten. Meine mögen keinen offenen Kampf. Solveig? Mamma? Hva gjør du her?
fulgt etter deg. Prøver å redde livet ditt. Ja, det finnes viktigere ting. Det synes ikke jeg. Bli med hjem. Solveig! Vi kan ikke dra hjem. Tyskerne bygger noe forferdelig. Vi må finne ut hva det er. Jeg og du, vi er nødt til å stoppe det.